Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 4, The Last Revelation. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben im Level Die verschwundene Bibliothek. Ich glaube, wir hatten diesen einen Gegner auf dem Pferd schon besiegt, diesen Rüstungstyp hier auf dem Pferd. Weiter sind wir, glaube ich, noch nicht gekommen. Wir werden es aber gleich feststellen. Und für die Leute, die das Ganze dann später auf YouTube sehen, schon mal eine kleine Info. Das Ganze ist eine Livestream-Aufnahme. Sollte ich also mal am Rande irgendwas erwähnen, was für den YouTube-Zuschauer so komplett out of context wirkt, dann liegt es daran, dass ich mit jemandem im Chat gesprochen habe. Ja. Weiter. Ich muss mal kurz meine komische Lampe hier ausmachen. Ich hatte zuvor einen kleinen Stream gemacht mit Ozu. Und deswegen hatte ich meine Handylampe hier gerade noch an. Ah, jetzt weiß ich, wo ich wieder bin. Was war das eigentlich jetzt für ein deutscher Satz? Wahrscheinlich kein korrekter deutscher Satz. Das war die falsche Richtung. Ich höre die Dudes schon. Es gefällt mir nicht. Ich erinnere mich an die letzte Aufnahme noch sehr gut. Es war wundervoll. Ich glaube, ich habe irgendwie, ich glaube, fast 2 Stunden am Stück aufgenommen. Und davon ist die Hälfte noch nicht mal geschnitten. Ach, da sind sie wieder. Diese Idioten. Die da eigentlich nur einmal korrekt treffen muss, damit sie umfallen. Aber das ist gerade so schwierig. Ah, jetzt. Den habe ich getroffen. Seinen Kollegen hier aber noch nicht. Ah, ich sollte ein kleines Medipack nehmen. Ah, jetzt. Irgendwann killen die mich noch. Warum sieht denn das eigentlich on stream so furchtbar laggy aus? Also ich kann ich mir nicht erklären. Ich meine, auf der Aufnahme geht's noch, aber na, keine Ahnung. Okay, setzen wir mal das Reiterjuwel hier ein. Da hatte ich nämlich das letzte Mal aufgehört und dann ist mir das Spiel, glaube ich, abgeschmiert. Oder die haben mich gekillt und ich war frustriert. I don't know anymore. Jedenfalls habe ich hier nach aufgehört. Okay, das bleibt nicht oben, also. Das hat ja viel gebracht. Also, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was das Spiel gerade von mir will. Ich bin sehr, sehr verwirrt. Aber ist das bei mir nicht so ein Dauerzustand? Habe ich in dem Raum vielleicht noch irgendwas übersehen? Das da oben, das sieht nicht so aus, als könnte ich da lang. Selbst wenn ich wollte. Nee. Nada. Niente. Von da kam ich. Auf nach unten, würde ich sagen. Dieses blöde Mistschwein. Ah, der killt mich gleich. Ich nehme mal lieber ein großes Medipack, sonst geht das hier schief. Habe ich ihn getroffen? Ja. Okay. Ah, das war ein bisschen risky,
aber auch nur minimal. Und das war einfach nur dumm. Ah, das war genauso dumm. Ich bin gerade erfolgreich in die falsche Richtung gelaufen. Wie bin ich denn dann hier rausgekommen? Ah. Ich erinnere mich an böse Dinge, die keinen Sinn ergeben. Diese Dinger an den Stangen, das ist der größte Bullshit, den ich seit langem gesehen habe. Ach nee, da bin ich dann gestorben. Da bin ich dann, glaube ich, draufgegangen und hab frustriert aufgegeben. Genau das ist passiert. Und nach 2 Stunden, wo das dauerhaft passiert ist, hatte ich dann auch keine Lust mehr, was wahrscheinlich auch nachvollziehbar ist. Ach lol. Droidcam ist immer noch verbunden, ja. The fuck. Na, na, na. Ich brauche mal kurz eine Sekunde. Ich muss hier mal kurz Twitch auf dem Handy öffnen, damit ich meinen Chat besser sehe. Habe ich Twitch überhaupt auf dem Handy? Lol, ich glaube, ich habe Twitch nicht auf meinem Handy. What the fuck is wrong with me? Okay, ich habe scheinbar tatsächlich Twitch nicht auf meinem Handy. Hi! How many times will I die here? Probably way too many times. That game is from 1999, I think. It's quite old, so... I mean, for that year, it doesn't look that bad. Could be worse. Ah, verdammt. Which Hagrid? PS1 Hagrid or what? I wouldn't say so. Seine dämliche Scheißstange. Ich ercheate mir gleich den Weg nach oben. Why won't she grab this fucking pole? Is pole the right word? I'm not sure. Damn it! How many times will I die like this? Probably like 50 times till I rage quit or something. Could it be that I'm not supposed to go there? Hm. Habe ich irgendwas übersehen? I think I missed something.
Okay. This opens the thing underneath here, but it doesn't stay open. And by the way, I don't know how to get there either, so doesn't matter. I don't know. Here's nothing. I actually quite like this game, but yeah, it looks really outdated, and also the controls are really, really, really bad. You literally jump with alt, grab stuff, or shot your guns with control. You pull out your guns with space. It's great. Probably somewhat similar. But I think in Doom you at least could use the mouse if you wanted to. And that's not an option here. I think I missed something. I will search it up very quickly. Ich kann doch das Ding laden und ich bin doch auf dem richtigen Weg. Und scheinbar muss es auch irgendwie einen Weg geben, wie du da ohne Schaden großartig hochkommst. Ich kenne den Weg allerdings nicht. Es würde auch schon mal sehr helfen, wenn Lara überhaupt die Stange wieder anpacken würde. Dammit! Ich raste gleich aus. Sobald ich dieses verdammte Menü verlasse, krepiert sie. Es ist großartig. Ich google jetzt, ob es da irgendeinen Shortcut gibt, weil den weiß ich nicht aus dem Kopf. Tomb Raider 4. Medipack. Shortcut. Ah, Controls. Ich muss da mal irgendwas von dem scheiß Shortcut stehen, weil ich kenne ihn nicht. Swimming. Ah, hier. Number Keys 9 oder 0. Okay. Warum so umständlich? Erstmal hinbekommen, dass die Alte sie überhaupt wieder an der Stange festhält, weil sie macht's gerade schon wieder nicht. Jetzt geschafft. I surrender. Ich hoffe, das waren wenigstens große Medipacks, von denen habe ich nämlich noch. Wie kann man denn so häufig an dieser verschissenen Stelle sterben? Das ist ja unglaublich. Ich stream gerade seit 20 Minuten und bin hier schon tausendmal gefühlt an dieser Stelle krepiert. Wundervoll. Willkommen in der magischen Welt von Tomb Raider 4. Komm schon. Habe ich jetzt alle meine großen Medipacks aufgebraucht? Ja, aber alle meine kleinen. Wundervoll. Da hab ich Bock drauf. speichere gleich mal hier oben. Nicht, dass ich wieder sterbe und dann das nochmal machen muss. Weil dann heul ich und fang. Alter, wo kam der denn her?
Alter, das sind ja sogar zwei. Dann ist es auf jeden Fall schon mal der falsche Gang, das kann ich schon mal sagen. Na komm. Ja, dann ist das der Raum. Wo ich, by the way, immer noch nicht weiß, was ich tun soll, weil das Spiel mir nicht sagt, was ich tun soll.